Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog. Und heute nicht alleine. Mit wem sind wir heute am Start? Novenity, Vito. Und wir sind in Düsseldorf, wir sind in ein Airbnb reingegangen, ein bisschen hustlen. Und jetzt sind wir durchgezogen die ganze Woche. Wir gehen jetzt ins Gym, in die Stadt, shoppen. Jakob und ich brauchen ein paar neue Klamotten. Yes. Und wir vloggen das Ganze mit. Let's go. Freunde, das ist die Meta. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben da hinten einen M4 stehen. Und ich fahre jetzt lieber damit mit Vito drauf und Max fährt M4. Oder willst du M4 mitfahren? Nee, ich feier das auch. Bro, das ist crazy. Du feierst das so sehr, dass ich jetzt alleine M4 fahren muss. Nach ungefähr 500 Metern Laufen bin ich jetzt auch endlich beim M4 angekommen. Junge, parken in Großstädten ist echt immer ein Krampf, aber da steht das grüne Monster. Kurz Update, Freunde, wir kommen schnell voran. Seht ihr die Ampel da? Ist das rot oder ist das kirschgrün, Bro? Bro, kirschgrün, 100%. Okay, also darf man theoretisch fahren? Ja, safe. So, wir sind mal wieder bodenständig mit Burgern. Was geht bei Max? Fido. Rich. Ist die Cam. Das ist die Cam. Content ist King. Cashflow und Content. Mehr braucht man nicht. Wirklich, Content ist einer der wichtigsten Sachen. Deswegen haben wir gerade intensiv eine Stunde lang gebrainstormt über eine neue Content-Strategie. Wir werden uns jetzt mehr auf Longform-Videos fokussieren. Auf YouTube. Also abonniert gerne den Kanal. Bro, 15 Euro. Okay, was hast du da? Erzähl mal. Also Jungs, Balaon, Kartenspiel, von dem her. Sehr, sehr gespannt. Er hat einen eigenen E-Commerce-Store, wo er dieses Kartenspiel verkauft. Schauen wir mal. König? Bro, das ist krank. König mit Gucci-Gürtel? Und jetzt guck mal bitte die Rückseite. Was? Leute. Bro, das sieht geisteskrank. Alles ist krank. Frankfurt Hauptbahnhof. Bro. Frankfurt Hauptbahnhof. Das Paris Saint-Germain, aber Frankfurt. Okay, das ist crazy. Bro, Respekt. Okay, next. Bro. Next or China. Bro, D, die Lara. Ne, sehr geiles Kartenspiel. Ja, man merkt schon. Stück Blech. Stück Blech. Wie hat man es geschafft, aus Natur, aus Bäumen und Steinen und was weiß ich, das zu machen? Man muss nicht alles verstehen, um damit Geld zu verdienen, ne? Ja. Hat zwar nichts damit zu tun, Freunde, aber es ist eine Lesson, die ihr euch merken könnt. Mal aus FOP, Investment Inner Circle. Was hast du gesagt? Yo Leute, joint alle Future 1% Shop mit dieser Uhr, wegen diesen Jungs. Wo ist der? Auf jeden Fall, der eine ist hinter der Kamera. Danke, wirklich. Future 1%, joint alle. Link im Bio. Kann jetzt alle Umsätze zeigen, dass alles wegen den Jungs. Wirklich, ich hab mein Leben verändert. Okay. Was hältst du davon? Empower? Sehr, sehr mächtig. Bro, hast du jetzt Sound einblenden von unter der Brücke? Geistkram. Was machen die da? Die könnten M4 fahren, aber die fahren lieber Roller. Das ist unfassbar. Und Hupen. Gelegt, weil er kann eh nichts legen, was ich nicht abwenden kann. Ja. Durak mit dem Talaon-Spiel? Ja. Leute, kauft alle das Talon-Kartenspiel. Krankes Erlebnis. Komm, wir verlinken das hier unten unter dem Video. Geistreich. Wer hat gewonnen? Bro, Max, erste Runde Durak. An jedem, der Durak kennt, bestes Spiel, er gewinnt direkt. Erste Runde Durak, ich hab direkt gewonnen. Jetzt müsste man diese GTA-Taxi-Musik hinterlegen. Seit wann nimmst du Testo? Boah. Geil. Beste Kompliment, Bro. Okay, Jakob, wenn du einen Tipp an die Leute geben müsstest, die abnehmen wollen, welcher Tipp wäre das, dein bester Tipp? Bro, auf jeden Fall Kalorien tracken. Kalorien tracken. Und nicht drauf ausruhen, jeder Tag von null. Jeder Tag von null, nicht ausruhen. Okay, sehr gut. So, Vito, woran arbeitest du gerade? Bro, YouTube. YouTube ist wirklich die Wave. Ihr müsst überlegen, ihr seht diese ganzen Shortform-Clips und so weiter, aber unser Leben ist ja wirklich außergewöhnlich. Das heißt, wir reisen, wir gehen 5-mal am Tag irgendwie in verschiedene Locations, in das Café, in das Hotel und so weiter. Wir müssen das wirklich mit dokumentieren. Ihr seht immer nur diese kleinen Bits und ein Bild und ein Post und so weiter. Sagt einfach nicht so viel aus. Das heißt,
Longform YouTube wird jetzt durchgezogen, bei mir als auch bei den Jungs. Und ja, wir nehmen euch mit und es wird einfach crazy. Und was wir dann machen werden, ist aus diesen Longform-Videos, zum Beispiel Podcasts, Vlogs etc., Kurzvideos machen. Das heißt, man kann diesen Longform-Content auch sehr gut recyceln. Genau deswegen wird hier gerade ein neues YouTube-Video geskriptet, die drei besten Businesse, die wir starten würden, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Wenn es dann soweit ist, packt ihr so ein Stück am Shop, lässt es über der Platte oder direkt von dem Teller baumeln und dann mit der Schere von unten nach oben ist so mundgerecht ein Stück. Es schmeckt wirklich crazy und es macht voll Spaß, das selbst zu braten. Oder was sagst du? Bro, beste Entscheidung, die wir je gemacht haben. Also das ist ja geisteskrank. Was für ein ekelhafter NPC musst du sein, dass du dich da hinstellst, die Straßen blockierst. Bro, ihr müsst euch vorstellen, wir kommen aus einem richtigen kleinen Kaff. In Berlin, okay, ich habe das schon gesehen, aber in Aalen? Lass mich durch! Geisteskrank. What the fuck? Bro, und die Polizei steht daneben und guckt sich den Zirkus an. What the Fridays fuck? For Future. Fail Society. Also, ich würde mich nie im Leben da dazu stellen. Das ist wirklich Fail Society. Für uns geht's jetzt noch zum Grappling. Ich habe richtig Bock darauf. Hast du Bock? Safe. Ich habe Max überzeugt, weil er meinte ein bisschen so, Grappling zu viel Cardio, will er gerade aufbauen. Aber Freunde, Kampfsport am Ende des Tages wichtig so, dass man einfach stabil ist. Und ich habe auch Bock darauf, sage ich ehrlich. Aber ja, man verbrennt sehr viele Kalorien in so einem 90-Minuten-Training. Und ich habe nicht so viele Kalorien, also ich habe meine Kalorien heute nicht gehittet. Deswegen war ich so im Zweifeln, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen. Aber am Ende, ich gehe einfach hin so, esse heute Abend noch eine extra Portion und dann sollte das auch schon passen. Und damit beenden wir auch den Vlog. Abonniert unbedingt den Kanal, denn am 26. werden wir einen Roadtrip machen. Gemeinsam mit Sam, Nikolas, Dennis, Fabian, mit ganz vielen Sportwagen durch Österreich. Das wird ein geisteskranker Vlog. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ciao. Also jeder, der wrestelt oder schon mal beim Wrestling war, fühlt das, was ich gerade fühle und was Jakob gerade fühlt. Ist eigentlich Wrestling, Grappling, Jiu-Jitsu alles das Gleiche? Ne, ich glaube so Judo ist zum Beispiel mit Würfen, Grappling ist dann so mit Packen und auf den Boden schmeißen. Auf jeden Fall alles, was mit Bodenkämpfen zu tun hat und kein Striking ist, ist nochmal ein ganz anderes Level von Intensität. Das ist geil. Das sollte jeder mal machen von euch. Jeder, der das sieht, sollte das mal machen.